Theo, der Angler. So, Kinder, wisst ihr was? Heute werden wir alle angeln gehen. Und ihr werdet begeistert sein, denn ihr habt einen Experten an eurer Seite. Ja! Hey, Onkel Zafir, du bist wirklich ein Experte? Oh ja, das bin ich, wirklich. Siehst du diese Angel hier? Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele große Fische ich schon damit gefangen habe. Wow! Ich habe Zelda heute versprochen, einen ganz großen Fisch mit nach Hause zu bringen. Und ihr wisst ja, ich halte immer mein Wort. Ich möchte auch einen großen Fisch fangen. Ich weiß aber nicht, ob das klappen wird, Theo. Ich glaube nicht, dass dein Netz dafür geeignet ist. Es macht ja so einen prähistorischen Eindruck. Ja? Was sagst du denn dazu, Opa? Also, ich bin davon überzeugt, dass es klappen wird. Auch in prähistorischen Zeiten sind Fische gefangen worden, oder? Ja, sicher, da hast du völlig recht. Aber nicht so einen, wie ich angeln werde. Das wird nämlich ein super Fang. Wir werden ja heute sehen, wer den größten Fisch fangen wird. Erst dann wissen wir wirklich, wer der Beste von uns ist. Ja! Wie wär's denn mit einem Wettangeln? Na ja. Das ist eine gute Idee. Und ich denke, wir wissen bereits, wer der Gewinner sein wird. Okay, einverstanden. Sehr gut. Ach, es gibt doch wirklich nichts Schöneres, als bei dieser herrlichen, frischen Meeresluft einen riesengroßen Fisch zu fangen. Regel Nummer 1. Es ist sehr wichtig, ganz leise zu sein. Also, ihr müsst wirklich still sein, denn ein Fisch hört jedes Geräusch, das ihr macht, und das könnte ihn vertreiben. Ich kann diese Schwimmweste einfach nicht ausstehen. Ich möchte viel lieber einen Pink haben. Die gibt es aber nicht in Pink, mein kleiner Schatz. Und das ist auch nicht so wichtig. Wir sind ja hier nicht auf dem Laufsteg. Psst. Du Opa, mein Netz ist viel zu kurz. Können wir woanders hingehen? Ja, ist gut, Theo. Das machen wir. Aber sollten wir uns nicht vorher noch ein paar Ratschläge von Onkel Zafir anhören? Ich weiß nicht, Opa. Ich sollte jetzt mal anfangen. Ich will doch gewinnen. Aber warum gibt es denn die Schwimmweste nicht in Pink, Papi? Na, mein Liebling, wie war die Regel Nummer 1? Man muss ganz still sein. Also, jetzt können wir nur eins tun, und zwar warten. Und wie lange müssen wir warten? Wann beißen denn die Fische endlich an? Gibt's hier überhaupt Fische? Vielleicht haben die Fische ja gemerkt, dass wir hier sind und verstecken sich jetzt vor uns. Ich kann euch erklären, warum im Moment keine Fische da sind. Weil ihr so furchtbar laut seid. Na komm, Opa, wir suchen uns jetzt mal einen anderen. Psst. Ups, entschuldige, Onkel Zafir. Regel Nummer 1, ganz leise sein. Na komm, Theo, wir suchen uns einen geeigneten Platz, wo du dein Netz benutzen kannst. Gut, kommst du mit? Wenn du wirklich große Fische sehen willst, dann solltest du lieber bei mir bleiben. Den hier habe ich übrigens letztes Jahr gefangen. Wow! Ich glaube, ich werde wohl dieselbe Angel benutzen, mit der ich dieses Monster gefangen habe. Denn die ist für die ganz großen Fänge gemacht. Theo, ich will jetzt gar nicht woanders hin. Na komm, Opa. Los, Papi, los, Papi, los, los, los! Recht vielen Dank für deine Unterstützung, mein Liebling, aber... Psch. Ja, entschuldige. Ich bin schon still. Also, ich glaube, hier gibt es auch keine Fische, Opa. Es gibt beim Angeln noch eine sehr wichtige Regel, Theo. Geduld. Du musst wirklich eine Menge Geduld aufbringen, um auf einen Fisch zu warten. Denkst du denn, dass ich es schaffe, Onkel Zafir zu besiegen und den größten Fisch zu fangen? Ja, natürlich, das könntest du schaffen. Aber du musst einfach Geduld haben. Und mit ein bisschen Glück wirst du auch den Wettbewerb gewinnen. Hier, sieh mal, Opa, da! Na, was habe ich dir gesagt, Theo? Wenn man etwas Geduld hat, kommt man auch weiter. Hey, sieh mal, Pock hat ein paar Fische gefunden. Ich möchte mal wissen, ob es da drüben größere gibt. Wir kommen, Pock! Wow, da sind ja einige Fische. Onkel Zafir braucht vielleicht auch so einen kleinen Vogel, der ihm hilft. Einen habe ich schon gefangen. Der ist ziemlich groß, oder? Sehr gut gemacht, Theo. Versuch's gleich nochmal. Vielleicht ist der nächste ja noch viel größer. Ob Onkel Zafir auch schon was gefangen hat? Onkel Zafir!
Hey! Zack, bitte. Psst. Ich danke dir, Zack. Würdest du mir bitte ein paar Würmer geben, mein Schatz? Nein, auf gar keinen Fall. Die sind ja so eklig. Ich mach das. Ich find Würmer super. Hey, Zack, Sinja, würdet ihr mir einen Eimer bringen? Ich brauche einen Eimer für meinen Fisch. Papi, Papi, Theo hat einen Fisch gefangen. Wartet bitte eine Minute, ich... Los, schnell, bringen wir ihm den Eimer. Ach, wie schön. Das wurde auch Zeit, es war hier viel zu laut. Und nun werde ich bestimmt auch Glück haben. Nicht schlecht, oder? Oh ja, das ist toll. Du bist echt clever, Theo. Wie hast du den denn gefangen? Puck hat einen sehr guten Platz gefunden und ich habe mein Netz genommen. Einfach so. Mein Fisch ist vielleicht nicht groß genug, um gegen Onkel Zaffir zu gewinnen, aber... Aber vielleicht doch. Er hat ja noch gar nichts gefangen. Er wird einen fangen. Mein Papi ist nämlich ein sehr guter Angler. Tja, aber bis jetzt liege ich vorn. Na los, wir sehen mal nach, ob wir hier noch einen größeren Fisch bekommen. Ja! Ja. Hey, seht mal, das ist bis jetzt der größte. Oh ja, du kannst ja total gut angeln. Er angelt nicht gut, er kann super gut angeln. Ich finde, dass wir die Fische jetzt wieder ins Wasser werfen sollten. Was? Wieso denn? Naja, weil sie doch dort leben da im Meer. Und Theo hat schon gewonnen. Aber was hat es denn für einen Sinn zu angeln, wenn wir die Fische danach wieder ins Wasser werfen? Weil sie vielleicht wieder nach Hause möchten. Was denkst du, Theo? Ich glaube, du hast recht. Werfen wir sie wieder ins Wasser. Naja, also ich verstehe das immer noch nicht. Wir haben geangelt und wir hatten viel Spaß. Und ich habe gewonnen, also... Also beim Angeln geht es doch einfach nur darum, Fische zu fangen. Aber sie danach in kleine Eimer zu stecken, ist doch völlig unnötig. Ach so. Ja, das stimmt. Es hat wirklich Spaß gemacht. Okay, na dann. Sollen die Fische jetzt wieder nach Hause schwimmen? Warte, der Kleine soll zuerst wieder zurück. Den Großen will ich erst Onkel Zaffir zeigen, damit er sieht, dass ich wirklich gewonnen habe. Opa, machst du ein Foto von dem Fisch? Ja, das mache ich gern. Das wird ein sehr schönes Foto. So. Und bitte lächeln. Okay. Oh. Es hat einer angebissen. Ich wusste, dass ich einen fangen werde. Also, nun seht ihr selbst, wer hier der beste Angler ist. Toll, Papi, toll, Papi, toll, toll, toll. Oh, ich dachte, ich habe gewonnen. Das muss ein riesiger Fisch sein. Das ist der Fang des Jahres. So, und nun ganz vorsichtig. Okay, und jetzt hoch damit. Oh. Das ist ja gar kein Fisch. Und Tüte zählen nicht. Den habe ich mit Absicht geholt. Ich will nicht, dass solche Sachen im Meer rumschwimmen. Das ist doch keine Mülldeponie. Eigentlich ist mein Papi ein sehr guter Angler. Aber du hast hier eindeutig gewonnen, Theo. Onkel Zaffir, ich habe einen Fisch gefangen. Einen großen. Hier, sieh mal. Oh ja, der ist groß. Das hast du sehr gut gemacht, Theo. Ich gratuliere dir ganz herzlich. Unser kleiner Theo ist der Gewinner. Aber du hast mir geholfen. Du bist auch ein Gewinner. Wollen wir deinen Fisch jetzt wieder ins Wasser werfen? Ja, das machen wir. Hier bitte, Zinja. Einen guten Heimweg. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Auf Wiedersehen. Alles Liebe. Ich finde Angeln einfach toll. Wenn ich groß bin, möchte ich Fischer werden. Theo hat den größten Fisch. Theo hat den größten Fisch. Oh ja, das ist wirklich wahr, Theo. Obwohl das ja natürlich nur Anfängerglück gewesen ist. Ja, und ich bin mir sicher, dass du immer besser wirst. Für den ersten Fang war das nicht schlecht. Dankeschön, Onkel Zaffir. Wenn wir zu Hause sind, erzähle ich gleich meiner Mami, was für ein toller Angler du bist. Zelda, das habe ich fast vergessen. Was hast du vergessen? Also, ich muss auf dem Nachhauseweg unbedingt noch am Fischladen anhalten. Hä? Na, ich habe doch Zelda versprochen, einen großen Fisch mitzubringen. Und ihr wisst ja, was auch geschieht, ich halte immer mein Wort.
Ab zum Fischladen. Die Zebra-Olympiade. Riesenslalom, Schlittenfahren und auch Eishockey. Also, dieses Erlebnis war unglaublich aufregend. Unsere Kleine war ganz begeistert, stimmt's? Mhm. Ja, es war echt ein super-duper tolles Abenteuer, Leute. Und wer einmal bei den Olympischen Spielen dabei war, wird sie niemals vergessen. Und was hat dir am besten gefallen? Eiskunstlaufen. Obwohl die Siegerin wirklich ein ganz hässliches Kostüm angehabt hat. Papa, fahren wir denn auch mal zu den Olympischen Spielen? Ja, das wäre sehr schön, Theo. Nur leider findet die nächste Olympiade erst in 4 Jahren statt. In 4 Jahren? Das ist ja eine Ewigkeit. Wir machen selbst eine Olympiade mit unseren eigenen Sportarten. Und die Sieger werden auch eine Medaille bekommen. Oh, oh ja! Und das nennen wir die Zebra-Olympiade. Theo, weißt du was? Das halte ich wirklich für eine sehr gute Idee. Ja, ich auch. Wir müssen nur ein paar Sachen dafür vorbereiten. So, wir müssen aber jetzt wirklich gehen, so leid es mir tut. Die Koffer müssen ja noch ausgepackt werden. Aber Papi, ich möchte doch so furchtbar gern bei der Zebra-Olympiade mitmachen. Ja, aber mit den Vorbereitungen sind wir bestimmt erst morgen fertig. Ja, du kannst ruhig gehen. Wir fangen nicht ohne dich an. Na, das will ich aber auch hoffen. Dann bis morgen. Ich zeig euch, wie echte Skifahrer das machen. Ich weiß, wie es geht, denn ich habe sie ja bei den Olympischen Spielen selbst gesehen. So mache ich das doch richtig, oder? Ich heiße alle Teilnehmer ganz herzlich willkommen. Mhm. Und hiermit eröffne ich die erste Zebra-Olympiade. Mhm. Wir haben 4 Disziplinen für euch vorbereitet. Und starten werden wir mit dem Slalom. Was ist ein Slalom? Siehst du die Blumentöpfe da drüben? Man muss durch diese Tore hindurchfahren. Also das bedeutet zwischen den Blumentöpfen. Meinst du das so, Opa? Mhm. Ja, genau so, Theo. Und wer am schnellsten das Haus umrundet hat, der ist der Sieger. Okay. Pock wird das Zeichen geben. Seid ihr bereit? 3, 2 und 1. Ja, das macht ihr gut, Kinder. Na, das läuft ja gut. Schön zwischen den Töpfen durch. Oh, entschuldige bitte, ich muss hier mal durch. Ich habe einen Skier verloren. Du darfst ihn aber leider nicht aufheben. Lauf schneller, Zack, lauf schneller. Wer zuerst die Ziellinie überquert, hat gewonnen. Es ist aber streng verboten zu rennen. Das verstößt doch gegen die Regeln, oder? Ich weiß, aber er hat doch seinen Skier verloren. Wie soll er denn sonst weiterkommen? Na, okay, alles klar, in Ordnung. Das machst du gut, Senja. Der heutige Gewinner unseres großen Slaloms ist... Xenia! Ja! Ein Hoch auf mich! Und was ist jetzt dran? Und nun gewinnt derjenige, der das schönste Schneezebra baut. Ja! Möge das beste Zebra gewinnen. Ihr müsst euch beeilen, Kinder, die Zeit läuft gleich ab. Noch 10 Sekunden. Ach, die sehen sich ja alle so furchtbar ähnlich. Was kann ich tun, damit meines anders aussieht? 5, 4, 3, 2, 1 und Schluss, Kinder. Unser Gewinner ist Theo. Ja, meins ist das schönste Schneezebra der Stadt.
Okay, und was machen wir jetzt? Die nächste Disziplin wird Zebra-Hockey sein. Ja! Okay, hat sich denn jeder einen Zebra-Hockey-Besen genommen? Ja! Gut, dann erkläre ich euch jetzt das nächste Spiel. Ihr müsst mit euren Hockeybesen so viele Tore wie möglich schießen, hört ihr? Und hier sind eure Bälle. Ja, und wer die meisten Tore geschossen hat, der ist der Sieger. Alles klar? Ja! So, Opa, und wann sollen wir anfangen? Jetzt! Wow, das sind aber viele Bälle. Hey, das ist ja viel besser, als mit nur einem Ball zu spielen. Hey, hey! Elsie hat 2 geschossen. Ach nein, das waren ja 3. Und Zack 1, Theo auch 1. Zinja gar keins. Halt, jetzt hat sie 1. Jetzt hat Elsie 6 und Theo 2. Jetzt 3. 4. Und Zinja? Ich habe 3 geschossen. Theo 8, Zinja 8 und Zack hat 1. Ja! 10. Ach nein, und jetzt 11 für Elsie. Das Spiel ist aus. Das waren 11. Ich hab gewonnen. Ich hab 11 Tore. Du bist wirklich wahnsinnig schnell, Elsie. Ich dachte, dass du nur 2 oder 3 geschossen hast. Und ich bin der Einzige von euch, der noch gar nicht gewonnen hat. Na und? Einen Wettbewerb haben wir ja noch. Also, wie sieht's aus? Sind die kleinen Champions denn bereit, in den Park zu gehen? Ja! Kommen wir zu unserer letzten Disziplin, dem Hausschuh-Weitflug. Hausschuh-Weitflug? Wie geht denn das? Das ist ganz einfach. Ich werde es euch erklären. Also, ihr lasst euren Hausschuh die Rutsche runterrutschen, und zwar mit Schwung. Und dann werden wir sehen, welcher am weitesten fliegt. Ja, und der Besitzer des Hausschuhs, der am weitesten fliegt, der hat gewonnen. Hört sich gut an. Wer fängt an? Ich will die Erste sein. Na nun, mach doch schon. Ho, 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 ho. Das war doch ganz toll. Das müsst ihr erst mal schaffen. Fürs Weitfliegen war das ein bisschen zu kurz, oder? Dann mach du das doch erst mal besser. Du warst nicht so viel besser als ich. Oh ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es ist unentschieden. Nein, nein, Zack hat gewonnen. Moment, wir werden gleich sehen, wer von euch gewonnen hat. Lasst die Hausschuhe so liegen, wie sie sind. Aha. Also gewonnen hat Zack. Ja! Ich gratuliere dir, Zack. Siehst du, ich wusste ja, dass du gewinnst. Wow! Und nun wird es langsam Zeit, dass wir nach Hause gehen. Aber ich will jetzt noch gar nicht nach Hause. Ja, warum müssen wir denn schon los? Können wir denn nicht noch ein bisschen hierbleiben? Ich verstehe. Ihr habt also keine Lust, euch eure Medaillen abzuholen, was? Was denn? Medaillen? Wir kriegen eine Medaille? Na los, gehen wir! Oh ja, jetzt hole ich mir meine Medaille! Hurra! Ja! Das heißt, wir haben alle gewonnen? Ja, das heißt es. Jeder von euch ist ein Sieger. Ihr habt alle gewonnen. Ja, aber Theo ist noch ein bisschen mehr Gewinner als wir, finde ich.
Wieso das denn, Elsie? Na, weil du doch die Zebra-Olympiade erfunden hast. Aber mir habt ihr das auch zu verdanken. Wenn ich euch nicht von unseren Ferien erzählt hätte, dann hätte Theo auch nicht die Zebra-Olympiade erfunden. Ja, da hast du völlig recht, aber ich sehe das wie Opa. Heute sind wir alle Sieger. Theo, der Künstler. Du Opa, warum nehmen wir denn jetzt die gleiche Farbe wie vorher? Naja, wir müssen alle paar Jahre drüber streichen, damit sie bei schlechtem Wetter nicht abblättert. Okay. Und wieso nehmen wir die gleiche Farbe? Warum denn nicht rot oder grün oder blau? Tja, weißt du, wir bleiben einfach bei dieser Farbe, weil ich vom letzten Mal noch etwas davon übrig habe. Aber beim nächsten Mal werden wir alles ganz bunt machen. Mit Streifen? Oder mit Punkten. Oder vielleicht auch mit Karos. Oh. Oh je, jetzt haben wir keine Farbe mehr. Es muss nur noch eine ganz kleine Stelle gestrichen werden. Naja, dann werden wir uns bei Mr. Zoe im Laden einen Eimer Farbe kaufen. Dann kommt Theo. Hey, Pock, vielleicht bekommst du bei Mr. Zoe ein bisschen Vogelfutter. Du Opa, Elsies Mama. Meinst du, dass sie mit uns mitkommen möchte? Nein, das meinte ich nicht, Opa. Aber sie ist Künstlerin und hat immer viel Farbe zu Hause. Vielleicht hat sie ja die Farbe da, die wir brauchen. Ich frag sie gleich mal. Eine sehr gute Idee, Theo. Und während du nach nebenan gehst, werde ich mir ein Tässchen Tee gönnen. Das habe ich mir verdient, denn Streichen ist sehr anstrengend. Ja, ist gut. Aber ich glaube, dass Pock enttäuscht ist. Er hat sich schon so auf das Vogelfutter gefreut. Tut mir leid, Pock. Es tut gut, sich mal auszuruhen. Streichen ist ja so anstrengend. Ja, aber du bist ja schon fast fertig. Tut mir leid, Opa. Elsies Mama ist nicht zu Hause. Dann müssen wir doch zu Mr. Zoe gehen. Ja. Tja, was soll's? Dann wird das Tässchen Tee noch warten müssen. Wie bedauerlich. Nun sieht die Wolke ja wie eine Perücke aus. Hallo, Mrs. Zolli. Guten Tag, Theo. Wo wollt ihr zwei denn hin? Wir brauchen Farbe. Wir wollten ja Elsies Mama fragen. Aber sie ist nicht da. Theo, weißt du was? Wenn ihr beide zu Elsies Mama wollt, dann müsst ihr in den Park gehen. Da ist sie vorhin mit Elsie hingegangen. Sie wollten dort malen. Sie wollte dort malen? Gut, danke, Mrs. Zolli. Dann suchen wir sie mal, Opa. Ich werde dir später Vogelfutter geben. Theo und sein Opa. Hallo, Elsie. Hallo, Theo. Ach, sieh doch mal, da ist ja Elsies kleiner Freund von nebenan. Na ja, und sein entzückender kleiner Vogel. Ach du meine Güte, heute scheint ja hier wirklich jeder zu malen. Wieso denn das? Ja, wir wollen heute die Werkstatt streichen, aber wir haben keine Farbe mehr. Und wir dachten, dass wir sie vielleicht mal fragen. Ja, natürlich. An welche Farbe habt ihr gedacht? Das kann warten. Malen Sie doch erstmal Ihr Bild fertig. Und was machen Sie? Weißt du, alle Maler wurden vom Stadtrat gebeten, ein Bild für die Stadt zu malen. Und die kommen dann ins Rathaus. Aber dieses hier wird höchstwahrscheinlich auf dem Müll landen. Hast du nicht auch das Gefühl, dass wir nicht in Form sind? Oh ja, das Gefühl habe ich leider auch. Man sieht den Blumen überhaupt nicht an, dass das Tulpen sein sollen.
sein. Also, ich lasse sie gleich mal allein. Ich würde jetzt nämlich gern ein Tässchen Tee haben. Wir haben Tee dabei. No? Wir haben drei verschiedene Sorten da. Ingwer-Zitrone, Mango-Apfel und Hagebutte-Passionsfrucht, meine Lieblingssorte. Oh, das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen und ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber ich würde ehrlich gesagt einen ganz normalen Tee bevorzugen. Und ich möchte sitzen. Theo kann mir ja nachher die Farbe vorbeibringen, wenn's recht ist. Theo, hast du Lust mit mir zu spielen? Darf ich, Opa? Ja, aber natürlich darfst du. Wir sehen uns dann später. Also auf Wiedersehen. Ja, bis später. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis dann. Wiedersehen. Ach, wie süß. Das Vögelchen sagt auch auf Wiedersehen. Oh, das finde ich aber reizend. So, okay. Was ist nun mit dem Bild? Ja. Vielleicht sollten wir lieber mal eine Pause machen und etwas essen. Oh ja, eine gute Idee. Wollt ihr auch was essen? Machen wir ein Picknick im Park? Oh ja, super gern. Ich glaube nicht, dass du jetzt Vogelfutter bekommen kannst, Spock. Nein, aber von den Butterbroten werden bestimmt ein paar Krümel abfallen. So, also das hier ist ein Käse-Tomatenbrötchen. Das ist Erdnussbutter und Johannisbeergelee. Und dann haben wir noch hartgekochte Eier. Die mag ich am liebsten. Mit einer Prise Salz und ganz viel Pfeffer. Oh! Oh nein. Unser Bild! Oh. Das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gelacht habe. Aber seht mal, was ihr getan habt. Es tut uns wirklich leid. Das ist doch fantastisch. Es ist einfach großartig. So eine Aktionsmalerei habe ich wirklich noch nie gesehen. Ach, im Ernst? Aber Ihr Bild. Wir hätten doch sowieso noch mal von vorn anfangen müssen. Ja, weil wir damit unzufrieden waren. Ihr habt uns also einen Gefallen getan. Dankeschön. Also es ist ja ganz schön bunt, oder? Es ist nicht nur einfach bunt, es ist einfach wundervoll. Möchtest du das Bild vielleicht mit nach Hause nehmen? Oh ja, das würde ich gern. Und ich weiß auch schon, wo es hinkommt. Unglaublich! Da haben Sie bestimmt hart dran gearbeitet. Das ist ein ganz wunderbares Bild. Oh, danke schön. Aber es ist nicht von mir. Es ist von Theo. Und von Elsie. Ja, und auch von Pock. Also, wer hätte denn das gedacht, Kinder? Ihr seid ja richtige Künstler. Na, komm mit, Elsie. Das müssen wir meinem Opa zeigen. Bis dann! Bis dann! Hey, hallihallo, ich bin wieder da. Ah, Theo, hast du die Farbe für die Werkstatt mitgebracht? Nein, aber ich habe was anderes mitgebracht. Oh, das ist sehr schön. Das ist ja wirklich nicht zu glauben. Sag mal, hast du dir das etwa von der Kunstgalerie geliehen? Nein, das haben wir gemacht. Du Opa, wir haben drüber geredet. Wir wollten doch eigentlich die Werkstatt bunter machen. Oh ja, es ist wirklich viel bunter geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube nicht, dass jemand eine so bunte Werkstatt hat wie wir.
Ich finde dieses Bild ganz wundervoll. Und ich bin sehr stolz auf meinen kleinen Theo, weil er ein Künstler ist. Na komm. Mm.